Ja, heute wird es wahrscheinlich mal wieder zwei Battles geben, denn heute haben wir ein ganz besonderes Battle von Tobias Prime, a.k.a. Tabea, nehme ich jetzt mal an. Hier auf dem Battlespot, wo er ein, oder sie, ich weiß nicht, eine sehr spezielle Set anscheinend ausprobiert hat. Ja, doch. Viel lässt sich eigentlich aus der Team-Preview nicht wirklich sagen. Wir haben einen Gegner mit ganz guten Pokémon, genauso wie Tabea. Welches jetzt das spezielle Set sein soll, wüsste ich nicht. Wir haben einen Glurak, vielleicht einen Mega-Glurak. Oder ich nehme an, es ist ein Mega-Glurak. Bei Vikavolt wüsste ich nicht, was man... Vielleicht ein physisches Set oder keine Ahnung. Staraptor. I don't know, Freunde. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat der Kommentar ein paar Daumen bekommen. Und auch ein paar Wiedergaben offenbar. Okay. Lasst uns doch einfach mal ins Battle droppen. Und dann sehen wir schon, was da auf uns zukommen wird. Ich bin gerade im Überlegen. Wir haben nicht mehr viele wirkliche Top-Kommentare mit krassen Codes. Ich werde mir trotzdem aber mal ein paar Kommentare ansehen, auch wenn sie nicht hochgeliked wurden. Denn vielleicht finden wir noch ein paar schön spannende Battles, die untergegangen sind. Es bleiben auch immer ein paar im Spam-Ordner hängen. Das ist auch immer ganz traurig für die Leute dann. Aber naja, Staraptor wehrt die Attacke ab. Anscheinend ein... Ja, ich weiß nicht, ob das Heracross gescarft sein muss. I don't know, ob das Ding normalerweise einen Staraptor outspeedet. Auf jeden Fall verfehlt es die Steinkante und frisst erstmal einen Daunenreigen. Und der Angriff senkt sich stark. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding Ruheort, Daunenreigen, Toxin, so irgendwie was hat. Einfach defensiv mit Recovery. Relativ bulky, wahrscheinlich. Na? Und die Kehrtwende, an die habe ich gerade auch gedacht, wobei ich dann gedacht habe, so, yo, aber dann hat er ja nicht wirklich mal einen Angriffsmove. Vielleicht fehlt da noch ein Sturzflug, aber es ist tatsächlich eine Kehrtwende. So. Donarion kommt rein und frisst ebenfalls eine Kehrtwende. Ich wusste nicht mal, dass Zapplaran Kehrtwende... Damn, das wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht habe ich es mal gewusst, aber jetzt momentan ist es mir gerade nicht mehr präsent. Das überrascht mich gerade. So. Die Steinkante kommt, das Donarion überlebt das. Okay. Wow. Tankt einen sehr effektiven Angriff von einem fucking Scaraborn. Dem Käfer mit dem höchsten Angriff schlechthin, zumindest in der Mega-Entwicklung. Und one-shottet es dann einfach. Holy shit. Okay, Zapplaran kommt rein. Wahrscheinlich Wahlglas, deswegen konnte er auch den Move nicht switchen auf Käfergebrumm. Dachte sich so, yo, ich hau nochmal einen gespecksten Donnerblitz raus, ne, macht Damage. Aber ich glaube, Zapplaran hat da die Offensivweste. Deswegen, trotz der Resistance hätte das doch ein bisschen mehr Damage machen können. Aber die Offensivweste hebt halt quasi die Specs auf, ne. So, jetzt kommt Glurak rein und frisst erstmal einen Bedroher. Das ist super, wenn es ein Glurak X ist. Was es ist? Okay. Wenn es ein Glurak Y gewesen wäre, wäre es ebenfalls schwierig geworden, weil es halt einfach nichts gegen Gyarados machen kann. Außer einen neutralen Solarstrahl oder so. Okay, jetzt kommt ein Flareblitz. Ja, soweit ist eigentlich alles noch relativ normal. Warum kein Drachen? Warum keine Drachenklaue? Ja gut, weil er noch... Ja, stimmt, weil das noch die vorherige Runde war. Ja, true. Hätte er vielleicht predicten können, I don't know. Staraptor mit dem Bedroher kommt rein. Jetzt die Frage, was macht Gyarados? Ist ein Mega-Gyarados, okay. Vielleicht hat er Erdbeben, um das Glurak rauszunehmen. Vielleicht geht er auch einfach nur auf die Kaskade, I don't know. Er geht auf den Dragon Dance, okay. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist auf neutralem Damage. Staraptor kann jetzt Daunenreigen und das Ding um plus 2. Der Verhöhner. Oh. Das ist böse. Das ist. Aber der Junge hat eine Kehrtwende und die trifft sehr effektiv und es ist immer noch ein Staraptor. Oh oh. Und das reicht nicht, wegen den Defensivwerten von Gyarados. Das war sogar ein Crit, Alter. Okay, wow.
Ich hätte gedacht, das wird eventuell reichen mit einem Crit. Aber er hatte selbst einen Bedrohr drin, ne? Ja, mit dem Crit hat es keinen Unterschied gemacht. Er geht wieder zu Staraptor raus, um den zweiten Drachentanz ebenfalls zu negieren. Das ist interessant, Alter. Staraptor ist einfach der Bedrohr schlechthin, ne? Oh, das war ein Crit. Holy shit. Wow, mit Beulenhelm. Und der Gegner gibt auf. Tatsächlich. Ja, da muss ich sagen, also das Staraptor-Set war echt interessant, ne? Mit Daunenreigen, Toxin, Bedrohr, mega krasses Defensiv-Investment. Ich meine, das war eine Kaskade Crit auf plus 2, nee, auf plus 1. War er auf plus 1? Wegen dem Bedrohr. Naja gut, ignoriert, das wird ignoriert, ne? Wie ist es eigentlich, Leute, wenn jetzt, sagen wir mal, du bist auf minus 2 Angriff und du crittest jemanden, dann ignorierst du ja deine Attack Drops, ne? Genauso wie du die Defensiv-Boosts von Gegnern ignorierst. Wie ist es aber, wenn du einen Attack-Boost bekommst, danach aber wieder einen Attack-Drop? Bist du dann wieder auf neutralem Damage und crittest, würdest quasi critten, einfach normal? Oder crittest du mit dem Attack-Boost, weil du ja den Attack-Drop ignorierst? Wie ist das? Wie wird das eigentlich gerechnet? Ich glaube aber, dass es einfach wieder negiert wird und dass du einfach mit neutralem Damage dann crittest. Auf jeden Fall interessantes Staraptor-Set. Das Staraptor-Set hat dir den Arsch gerettet und das hatte Beulenhelm am Start, Alter. Interessant. Cooles Set auf jeden Fall. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer Sekunde beim zweiten Match. Dieses Match ist aus einem Turnier und zwar nennt sich dieses APL. Wurde von Shadow Soul eingesendet mit dem Team Revolark versus Raping Raupis. Okay, ehrlich gesagt habe ich jetzt einen Raupi erwartet. Vielleicht hat er seinen MVP zu Hause gelassen. I don't know. Wir gehen einfach mal ins Battle und gucken uns das Match an. Ich denke mal, das ist ein ganz unterhaltsames Turniermatch, was man noch zeigen kann als zweites heutiges Battle. So, Marius, okay. Komm mit Slimog in den Kampf. Ich habe keine Ahnung, ob das... Ich glaube, das sollte der Gegner sein. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil Revolark impliziert für mich, dass da das Zoroark im Team ist, aber anscheinend ist es Zoroark im Gegnerteam, was gerade die Finsteraura droppt. Und die Raping Raupis sollten eigentlich im Gegnerteam sein, aber da ist ebenfalls kein Raupi. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr auf diese Namen gekommen seid und warum da goddammit nochmal kein Raupi drin ist, weil ich habe mich schon auf Raupi gefreut, aber okay, in Ordnung. Ich glaube nicht, dass man mit Raupi in ein Turnier geht. So, da kommt Gudra. Wahrscheinlich mit Offensivfeste, um die Finsteraura zu tanken. Ja, das macht einfach gar nichts, Alter. Gudra ist so ein bulkiges Viech, ey. So, Kapukime kommt rein, wahrscheinlich um den Draco zu tanken. Vielleicht geht er für eine Schlammwoge, wenn er das predicted hat. Ich meine, die kennen sich, ne? Es ist ein Turnierformat, die wissen, was sie für Pokémon spielen und haben sich dementsprechend wahrscheinlich vorbereitet. Er geht aber für den Eisstrahl und der wird resistet von Kapukime. Tja. Ich würde behaupten, selbst mit einem, mit einer Offensivweste musst du hier raus switchen. Er geht auf Auflockern, um die Steinchen wegzubringen. Die Frage ist, hat er das predicted und geht auf die Matschbombe? Hat er. Hat er tatsächlich. Er wird aber outspeeded. Das bedeutet, theoretisch könnte er jetzt Kapukime einen Hit tanken. Eine Mondgewalt könnte er tanken. Eine. Und Teil dafür rausnehmen, aber er möchte keinen Schaden auf sein Gudra, weil sein Gudra anscheinend sehr, sehr wichtig für ihn ist. Dann wiederum frage ich mich, warum er das riskiert hat. Vielleicht ist er einfach sehr, sehr gut im Predikten. Er hat nicht mal eine Mondgewalt, er hat nur Naturzorn. Okay. Ja, Naturzorn ist natürlich sehr, sehr gut, gerade gegen Pokémon, die halt alles von Kapukime resisten, aber Mondgewalt ist in meinen Augen ein bisschen besser. Hier bräuchte der Junge einen Eisstrahl, denn mit dem Eisstrahl könnte er Dimitros locker rausnehmen, aber Dimitros outspeedet und haut den Z-Move raus. Und jetzt bin ich gespannt, wird es einfach der Boden-Move sein, ne, hier seismische Eruption. Finaler Steilflug?
Ist das ein Z-Aeroas oder kann das Ding... Was für einen Flugmove kann? Lol. Was hat er erwartet? Dachte er, dass irgendwie ein Pflanzen-Pokémon reinkommt? Warte mal, Demeteros. Was kann Demeteros? Demeteros kann fliegen? Z-Fliegen. Z-Move fliegen. Ich wusste nicht mal, dass fucking Demeteros fliegen kann. Holy shit, okay. War das gerade ein Eiszahn, der so viel Damage gemacht hat? Ah, der Patronenhieb wird sehr effektiv treffen. Ob er allerdings killt, das bezweifle ich. Ja, Feuerzahn. Oh mein Gott. Wird abgewehrt. Und das ist mega ätzend, weil jetzt muss er rausswitchen. Ja, und das Ding ist, Slimog ist ein ganz guter Counter. Kampfattacken werden... Na, stimmt gar nicht. Kampfattacken werden neutral treffen, ne? Dafür hat er halt die Psycho-Immunität. Aber in Ordnung. Er will den Shadow Sneak nicht kassieren. Geht zu Shirox rein. Geht aber für einen Abschlag. Okay. Not bad. Stimmt. Er kann jederzeit auf Abschlag, weil es mega Metallis ist. Somit hat Shirox nicht das Wahl-Item. Den Megastein. Sondern anscheinend ein Wahlband. Switcht sich jetzt raus oder kehrtwendet sich raus. Um Miranda sterben zu lassen. Ja, also Alola Slimog macht hier gerade ein bisschen Arbeit, ne? Der Junge vernichtet gerade ein bisschen Teams hier. Ein Abschlag wird er auf jeden... Na, stimmt gar nicht. Aus der Range niemals. Er geht noch für einen Schattenstoß, um noch ein bisschen Chip-Damage zu machen. Bisschen zu chippen hier. Leider kein Step, von daher... Oh Gott. Steinpolitur. Tja, jetzt geht er für einen Abschlag, weil er keinen Bock mehr hat, das Ding zu setupen oder setupen zu lassen. Geht nicht auf die auf den Schattenstoß, kriegt keinen Chip-Damage mehr raus und jetzt ist das ein plus 2 Demeteros. Dem leider, oder beziehungsweise der leider schon seinen Z-Move verbraucht hat, aber dennoch kann er einiges an Damage machen. Steinkante, immer sehr gefährlich. Reicht auf jeden Fall für einen Two-Shot und da er jetzt outspeedet, oh Gott, das war kein Crit, oh shit, okay. Ja gut, es wird nicht resisted, ne, stimmt. Und Togekiss ist nicht das schwächste Pokémon, wie wir anhand unserer Platin-Nuzlocke gesehen haben. Aber mich hat es trotzdem überrascht, dass es einfach gereicht hat für einen One-Shot. Das Ding hat die Barbiri-Beere und tankt einfach mal einen Stahl-Move. Kriegt somit noch das Meditalis raus. Sehr interessant. Okay. Wow. Das Ding will nicht sterben. Jetzt kommt aber Quajutsu rein und Quajutsu macht keine Spielchen. Ne, Quajutsu geht einfach für den Eisstrahl wahrscheinlich. An der Stelle würde ein Siedewasser auch schon reichen. Oh, wenn er jetzt für den... Okay. Das war ein riskanter Play. Maxax einfach so zu opfern. Hat er Leben? Ja, er hat Leben. Ich wollte gerade sagen, Alter, das war schon. Also, ich meine, um Maxax zu one-shotten. Ich weiß, es ist sehr effektiv und es ist Stab. Und ja, gut, es ist Stab. Ja, Wandlungskunst halt, ne? Mega krass. Wandlungskunst Greninja ist so heftig. Vor allem mit Leben, ey. So, Gudra kommt wieder rein. Aerodactyl mit Flammenwurf, alles klar. Nee, das ist so Hoak. Ja. Das ist auf jeden Fall so Hoak. Ich wollte gerade sagen. Oh je. So, Togekiss wird geopfert. Oder, wenn der Draco kommt, immunisiert. Und jetzt kann Togekiss nochmal einen sehr, sehr fetten Move raushauen. Oder auch nicht, weil Gudra Togekiss outspeedet. Wow. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aerodactyl kommt rein.
kann jetzt mit dem Eiszahn relativ viel Damage machen. Vielleicht sogar flinchen. Oh, das ist bitter. Er überlebt den Hit mit 5 KP und flincht oder freest nicht mal. Oh, wow. Keine Ahnung, ob das ein High oder ein Low Roll war. Auf jeden Fall kann jetzt Zoroark reinkommen. Theoretisch kann er jetzt mit Zoroark einen Ränkeschmied setupen und sweepen. Oder er tötet Gudra. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ein Draco von dem so krass bulkigen Gudra gereicht hätte. Ah, aber er musste es tun, weil Xerox mit dem Bullet Punch reinkommt, ne? Und Xerox ist max in den Angriff investiert, wenn es mit Wahlband gespielt wird. Ja, doch, das hätte auf jeden Fall gereicht. Deswegen musste er mit Zoroark reinkommen und einfach den Move drücken. Hat aber gereicht, um Xerox rauszunehmen. Und jetzt ist die Frage, er hat noch Quaiyutsu. Ah, nee. Das Quaiyutsu wird er nicht mehr rausbekommen. Quaiyutsu mit... Außer er flincht. Crit. Cringe! Oh mein Gott. Aber er müsste nochmal critten oder nochmal flinchen, weil das war ein Crit vorhin. Oh mein Gott, okay. GG. Das wurde nochmal richtig knapp wegen einem Shiny Zoroark, meine Freunde. Holy damn. Und wenn wir schon von Shiny Zoroark haben, meine lieben Ganoven, dann guckt doch mal im Schlingel-Shop vorbei. Dort habe ich nämlich wieder ein paar neue Designs für euch. Ich habe sie leider noch nicht da, sonst hätte ich sie angezogen. Aber wenn ihr dieses Video seht, werden sie wahrscheinlich schon da sein oder auf Instagram Bilder gepostet haben. Guckt auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, falls ihr da noch nicht gefollowt habt oder was auch immer. Ja, es wird neues Merchandise geben von Zoroas und Zoroarks, ne, ihr wisst Bescheid. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Das war's auf jeden Fall für den heutigen Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schickt mir eure besten Battles hier zu den Schlingel-Battles. Haut rein, meine lieben Freunde, und bis dann. Tschüss.